Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Sammeln. Wir haben unseren ganzen Vorrat bereits aufgebraucht. Schlumpf sei Dank bin ich ja hier der beste Kräutersammler der Welt. Ich finde jede Pflanze. Das stimmt, Schlumpf. Aber schau mal. Komm schnell her, Papa Schlumpf. Wollen wir nicht diese große schwarze Pflanze mitnehmen? Nein, fass sie nicht an. Das ist der schwarze Nieswurz. Das ist eine der gefährlichsten Pflanzen, die es gibt. Und du bist einer der schlumpfigsten Schlümpfe, die es gibt, Clumsy. Oh, wie schön sie ist. Warum dürfen wir sie denn nicht berühren? Das erkläre ich dir später, Schlumpfine. Erst einmal muss ich sie unschädlich machen. Hoffentlich gibt es hier nicht noch mehr von der Sorte. Johann, soll ich dir jetzt mal mein neues Lied vorsingen? Ich habe es selbst komponiert. La 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 la. Ich kenne ein Mädchen mit Augen so schön, aber leider werde ich's nie wiedersehen. Oh, fast hätte ich's vergessen. Ich habe noch etwas sehr Wichtiges zu erledigen. Immer wenn ich dir was vorsingen will, hast du was Wichtiges zu erledigen. Diesmal bleibst du hier. Ich kenne ein Mädchen mit Augen so schön, aber leider werde ich's nie wiedersehen. Johann! Entschuldigt die Störung, Prinzessin Sabina. Ihr macht große Fortschritte im Fechten. Danke, Johann. Gibst du mir wieder Unterricht? Ihr wisst, dass ich es nicht darf. Meinetwegen, aber zum letzten Mal. Sehr gut, exzellent. Ich bin so unglücklich. Fechten ist ihm wichtiger als mein neues Lied. Sabina! Ihr seid zwar die Nichte des Königs, aber eine richtige Prinzessin seid ihr noch lange nicht. Ja, Miss Barbara. Und das werdet ihr erst dann sein, wenn ihr endlich eure Lektionen lernt. Es gehört sich nicht, für eine Prinzessin mit jungen Rittern zu fechten. Ah ja, ich wollte auch gerade gehen. Dem König gefällt mein neues Lied bestimmt. Pulver gegen Kopfschmerzen, Salben gegen wunde Füße, Umschläge gegen seine Furunkel. Ach, wie ich diese Arbeit hasse. Aber dies hier wird mich schon bald wieder reich machen. Ich werde reich sein, sehr, sehr reich. Viel reicher als der König. Es ist eine Freude, für den König zu kochen. Hallo, Koch, kennst du mein neues Lied schon? Oh nein, Bibi, ich habe keine Zeit. Der König hat einen Bärenhunger. Ach bitte, Koch, wenigstens die erste Strophe. La, 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 nein. La, 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 ja. Ich kenne ein Mädchen mit Auge so schön, aber leider werde ich's nie wiedersehen. Schrecklich, grässlich. Aber leider werde ich's nie wiedersehen. Bravo, Pibi, bravo. Was für ein wunderschönes Lied du da singst. Danke, Cloderich. Was machst du eigentlich in der königlichen Küche? Es war dein wundervoller Gesang, der mich hierher gelockt hat. Oh, das freut mich aber. Ich sing's nochmal. La, 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 la. Ich kenne ein Mädchen mit Augen so schön. Auch eine richtige Prinzessin darf hin und wieder mal naschen. Oh, schönes Mädchen mit Augen so schön. Sabina! Oh, Miss Barbara. Die Küche ist nun wirklich nicht der geeignete Ort für eine Prinzessin. Ja, natürlich, Miss Barbara. Ich weiß ja, Miss Barbara, aber... Kein Aber. Sofort geht ihr wieder zurück an eure Hausaufgaben. Kommt. Und jetzt singe ich dir noch ein Lied vor. Sicher wartet der König schon auf sein Abendessen. Schnell, sonst wird das Fleisch kalt. Ich werde dem König das Essen bringen. Auf Wiedersehen, Cloderich. Wir sehen uns später. Ich sing Auf dir wieder Wiedersehen, was vor. Mein lieber Peewee. Das wäre geschafft. Jetzt heißt es nur noch abwarten.
wie köstlich. Ein wahrhaft königliches Mahl, wenn ich das mal so sagen darf. So, gut gestärkt kann ich jetzt wieder an meine königliche Arbeit gehen. Eure Majestät. Oh, Onkelchen, was hast du? Vielleicht hat sich seine Majestät ganz einfach überfressen. Unmöglich. Wer hat den Königstrank heute gemacht? Ich persönlich habe ihn bereitet. Ich habe sogar davon getrunken und bei mir ist alles in bester Ordnung. Ja, wer es glaubt, wird selig. Wer hat denn dem König das Essen serviert? Ja, wer war denn der elende Verräter? Du warst es. Ich? Sie wollen doch wohl nicht behaupten, ich hätte dem König... Beruhige dich, Peavy. Jetzt müssen wir erstmal dem König helfen. Vielleicht kann ich ihn ja wieder aufwecken. Ich kenne das Gegenmittel. Moment, ich habe gesehen, wie Cloderich dem König etwas ins Essen geschüttet hat. Das ist eine schwere Anschuldigung, Prinzessin. Was hast du dem König ins Essen geschüttet? Nur ich allein kann den König aus dem Schlaf erwecken. Allerdings werde ich das nur tun, wenn ihr mir 1000 Goldstücke gebt. 1000 Goldstücke? Der ist ja übergeschnappt. Ich werde ihn in den Kerker werfen. Du Dummkopf, du kriegst mich nie. Haltet ihn fest! Hey! Bleib stehen, du Verräter! Die Tür ist verschlossen. Ja, das habe ich gemerkt. Da gibt es nur noch eine Möglichkeit. Oh, Johann, sei vorsichtig. Keine Angst, Prinzessin. Es muss einfach klappen. Cloderich! Halt! Denkst du? Endlich habe ich dich. Und den Zaubertrank auch gleich dazu. Mein König, wach auf. Bitte wach auf. Cloderich ist im Kerker. Gut, aber der König will einfach nicht aufwachen. Was sollen wir nur tun? Ich werde das Schlafmittel zu Meister Homnibus bringen. Vielleicht kennt er ja das Gegenmittel. Ich komme mit euch. Das kommt nicht in Frage. Der Platz einer Prinzessin ist bei Hof und nicht auf dem Rücken eines Pferdes. Ja, Miss Barbara, Sie haben ja so recht. Es ist noch ein weiter Weg zu Homnibus. Höher, schneller, Bayer. Na los, komm schon, altes Schlachtross, beweg dich. Wiedersehen. Hey, wer kommt da denn? Warte einen Moment, Peavy, da kommt jemand. Freund oder Feind? Er scheint's eilig zu haben, warten wir's ab. Moment. Wer seid ihr? Gebt euch zu erkennen. Meine Prinzessin Sabina. Ich hatte mich schon gefragt, wie lange du es über den Büchern aushalten würdest. Ach, weißt du, Bücher sind ja ganz nett, aber eine Prinzessin braucht hin und wieder ein Abenteuer. Ja. Hey! Aha, dein letzter Zug, Schachmatt, Papa Schlumpf. Lass mir ein wenig Zeit, Homnibus, zum Nachdenken. Sieht schlecht aus, Papa Schlumpf. Wenn du willst, helfe ich dir. Ruhe jetzt, Lamsi. Ich muss überlegen. Ich würde dir so gern helfen, Papa Schlumpf. Na, wie hat dir dieser Zug gefallen, Freund Omnibus? Ich kann nur sagen, mit euch beiden wird das Schachspiel nie langweilig. Omnibus, ein Glück, dass Sie zu Hause sind. Und du kannst uns sicher auch helfen, Papa Schlumpf. Ja, wir sind hier, um euch zu bitten, meinen Onkel zu retten. Den König? Was ist mit ihm? Cloderich, der königliche Alchemist, hat ihm ein Schlafmittel ins Essen geschüttet. Jetzt wacht er nicht mehr auf. Sieht aus, als sei es Schwarzwurzelöl. Das sehe ich auch so. Ebenholz ist auch drin. Genau. Und es riecht auch ein wenig nach Spinnenbeinpulver. Nein, es sind eindeutig Heuschreckenflügel. Spinnenbeinpulver, Papa Schwarz. Heuschreckenflügel, da bin ich ganz sicher. Spinnenbeinpulver. Heuschreckenflügel. Hört auf, Schluss. Gibt es denn ein Gegenmittel? Aber ja, es gibt eins. Und diesmal bin ich mit Homnibus einer Meinung. Dann schnell damit zum König. Meinst du, es wird helfen, Johann? Wir können nur die Daumen drücken. Hey, was soll das alles? Wo bleibt das königliche Dessert? Uraei, er ist wieder aufgewacht. Unerhört, ein König, der auf seinem Thron schlägt. Ich bin ja so froh, dass es dir wieder gut geht. Aber was ist denn mit mir passiert? Cloderich hat ein Schlafmittel in euer Essen gemischt. Und dann wollte er uns auch noch erpressen. Ja, um euch wieder aufzuwecken, hat er 1000 Goldstücke verlangt. Du elender Verräter! Hiermit verbanne ich dich aus meinem Reich, für immer und ewig. Verbannen?
Du hast es doch gehört. Los, abführen! Das werdet ihr noch bereuen. Ich werde mich rächen. Ihr hört noch von mir. Oh ja. Und dieses Mal wird es böse für euch ausgehen. Verlasst euch darauf. Meine Rache wird fürchterlich. Ich komme wieder. Ich komme wieder. Oh, Johann, er macht mir wirklich Angst. Du musst dich nicht fürchten. Ich bin des Königs Alchemist, eine Prise Salz, ein Löffel Schmalz, ein Kräuterlein, ein Spinnenbein, etwas hiervon, etwas davon, oh wie fein! Aufhören, hör auf, du sollst mischen und nicht singen! Gleich bin ich soweit, Majestät. Eure Fußsalbe ist so gut wie fertig, ich bin ein erfahrener Alchemist. Krötensud und Wanzenblut tun des Königs Füßen gut. Tralalalalala. So, Majestät, fertig, hinein mit den schmerzenden Haxen! Oh, oh, mein armer, armer Kopf. Kennst du auch ein Mittel gegen Kopfschmerzen, Peewee? Sehr witzig. Einen Augenblick, Majestät, ich werde etwas zusammenrühren. Für einen klaren Kopf tue ich etwas Schwefel in den Topf. Etwas Blei kommt dazu, dann hat der Schädel seine Ruhe. Gebt ihm eine letzte Chance, Majestät. Kloderich hat wenigstens nicht gesungen. Das wird die Kopfschmerzen vertreiben, Majestät. Hey! Ich kann nichts mehr sehen! Majestät, wo seid ihr denn? Hilfe! Schnell ans Fenster, ich hätte... rettet mich! Was macht ihr dort unten, Majestät? Ich falle! Haltet durch, mein König! Leicht gesagt! Hilfe! Hilfe! Rettet mich! Ich falle! Wie geht es euren Kopfschmerzen? Ich werde dich verschwinden! Ich glaube, ich hätte Peewee und nicht Kloderich aus meinem Reich verbannen sollen. Hast du nicht behauptet, das wäre eine Abkürzung, Schlaubi? Ja, hier ist es zwar ein bisschen länger, aber dafür ist es nachher kürzer. Ich hätte lieber nicht auf dich hören sollen. Jetzt muss Papa Schlumpf auf seine Kräuter warten. Oh, seht nur! Da sind diese seltenen Pflanzen, vor denen Papa Schlumpf uns gewarnt hat. Ach du liebe Zeit, die sind aber schnell gewachsen. Oh, Schreck, da schlumpft einer. Kloderich hat gesagt, dass die Nieswurzeln jetzt erntereif sind. Blumen, um ein Königreich zu erobern. So was Bescheuertes. Du wirst schon sehen. Oh, seht euch das bloß mal an. Diese Menschen haben bestimmt was Gemeines vor. Ja, wir werden sie verfolgen. Als Assistent von Papa Schlumpf sage ich euch, lasst Menschen Menschen sein und kümmert euch um euren eigenen Kram. Hey, wartet auf mich! Kloderich, hier sind wir mit den Nieswurzeln. Wir haben doch genug gesehen. Lasst uns zu Papa Schlumpf laufen und ihm Bericht erstatten. Nein, nein, nicht bevor wir wissen, was sie planen. Und jetzt gib mir die Blumen, damit ich meinen teuflischen Plan noch heute Nacht ausführen kann. Vorsicht! Heute Nacht schon gehört uns das Königsschloss und morgen das ganz große Königreich. Woher weißt du, dass es auch funktionieren wird? Chloe, sind das nicht wunderschöne Blumen und wie gut sie duften? Ich befehle dir, spring aus dem Fenster. Zu Befehl, Meister. Na, bist du jetzt zufrieden, Clovis? Oh, sieh mal an. Wen haben wir denn da? Drei Spione. Ihr kommt mir wie gerufen. Schön klein und handlich. Das passt genau in meinen Plan. Oh nein! Alles vorbereitet für die Nacht? Ja, alles erledigt. Die Zugbrücke ist hochgezogen, nur ein Vogel könnte noch ins Schloss gelangen. Und nachts schlafen selbst die Vögel. Komm, Peewee, lass uns ins Bett gehen. Gute Nacht. Gute Nacht, mein Freund. Johann, da ist jemand im Pferdestall. Ich glaube, ich weiß, wer es ist. Prinzessin, dachte ich's mir doch. Ihr wisst doch genau, was Miss Barbara vom Pferdestriegeln hält. Sabina, eine richtige Prinzessin geht nie in den Pferdestall. Sabina! Ich weiß, dass ihr da drin seid. Hat man denn nicht mal nachts seine Ruhe vor ihr? Wir müssen sie ablenken. Oh ja, das machen wir. Sabina! Ah, eine Maus! Hilfe! Vielen Dank und gute Nacht. Sie werden sich doch nicht etwa vor einer Spielzeugmaus fürchten, Miss Barbara. Sehr lustig. Und das, findest du das auch lustig? Ein teures Vergnügen war das. Aber es hat gut getan, sehr gut sogar.
Naja, schon, aber jetzt will ich ins Bett. Alles wieder in Ordnung, Clovis? Ja, jetzt bin ich von den Blumen überzeugt. Aber ihre Wirkung hält nur eine Stunde an. Das reicht, um das Schloss in unsere Hände zu bekommen. Sind die Schlümpfe so weit? Wir denken gar nicht daran, euch zu helfen. Abwarten, meine Freunde. Sind das nicht wunderschöne Blumen, meine Kleine? Und wie gut sie duften. Riech mal. Gute Reise. Lass die Wache auch an der hübschen Blume riechen. Dann befiehlst du ihm, die Zugbrücke herunterzulassen. Zu Befehl, Meister. Nein, Schlumpfine, das darfst du nicht tun. Du Narr, jetzt bist du dran. Schnupper mal. So, und jetzt schieße ich sie rüber ins Schloss. Hä? Was ist das denn? Ich befehle dir, die Zugbrücke runterzulassen. Zu Befehl, Meisterin. Ab mit dem Nächsten. Und jetzt mit dem Letzten. Ich befehle dir, sofort in den Kerker zu gehen. Zu Befehl, Meister. Du wirst jetzt sofort in den Kerker gehen. Zu Befehl, großer Meister. Seht nur, das klappt ja wie geschmiert, Leute. Hallo, Koch. Ich hätte Lust auf ein kleines Mitternachtsmahl. Nanu, wo will der hin? Hey, mach mir erst mein Sandwich. Bleib stehen. Ich muss jetzt in den Kerker gehen. Was um alles in der Welt will er um diese nachtschlafende Zeit im Kerker? Also das sage ich Johann. Wer ist denn um diese Zeit noch auf? Miss Barbara! Was soll das? Das verstehe ich nicht. Wo wollen die nur alle hin? Du wächst mich auf, nur weil du kein Sandwich bekommen hast? Es geht um ein Kompott, Johann, um ein Komplott. So, um ein Kompott. Nur hereinspaziert, meine Damen und Herren, im Kerker ist genug Platz. Das ist ja entsetzlich. Das muss ich sofort dem König melden. Nein, das wirst du nicht tun, mein kleines Fräulein. Lass mich sofort los, Kloderich. Selbstverständlich, aber erst lass dich von mir mit Blumen verwöhnen. Oh nein, Hilfe! Oh Johann, Hilfe, Hilfe! Hier kann dir niemand mehr helfen, mein Kind. Das sehe ich aber anders. Ich auch. Nimm dies als Zeichen der Versöhnung. Danke, Kloderich. Oh, ich liebe frisch geschnittene Blumen. Mero, Clovis, nimm sie fest! Lauf schnell weg, Sabina, wir müssen zum König! Hoffentlich war Kloderich nicht schon vor uns dort. Schnell, Sabina, weg den König! Nein, es ist zu spät. Keine Sorge, er schlafwandelt nur. Aufwachen, Majestät, aufwachen! Weshalb stört man meinen königlichen Schlaf? Das hat keinen besonderen Grund. Euer Schloss wird nur gerade eingenommen. Was? Schnell, Majestät, wir müssen hier weg. Die Tür hält das nicht mehr lange aus. Strengt euch ein bisschen an, ihr Schwachköpfe! Jetzt wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zu kämpfen, Majestät. Rasch, und das Bett! Was? Und das Bett? Ich bin doch kein Feigling! Aber dort ist doch die Geheimtür, Bibi! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Verflucht, sie sind weg! Die Luft ist rein, Majestät, schnell! Seht mal! Da! Die armen Schlümpfe sind auch verzaubert. Wir müssen sie mitnehmen. Ach, hier seid ihr also! Schnell, über die Zugbrücke, lauf! Ich halte sie auf! Zieh die Zugbrücke hoch! Das schafft er nie! Geschafft! Wenn du so weitermachst, musst du bald neue Schwerter kaufen. Ich fürchte, wir haben uns verirrt, Peavy. Wir müssen schnell Papa Schlumpf finden. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Aber ohne Schlümpfe finden wir das Dorf nie. Du hast völlig recht. Aber die drei hier schlafen immer noch. Ich kann keinen Schritt mehr weiter. Johann! Hoheit! Prinzessin Sabina! Was macht ihr denn hier mitten in der Nacht? Wir haben dich gesucht. Hab ich mir doch gedacht, der schwarze Nieswurz. Nach einer Stunde müsste die Wirkung nachlassen. Schlumpfine! Schlumpfine! Papa Schlumpf! Es
Es macht mich richtig glücklich, euch zu sehen, selbst Clumsy. Danke, Schlaubi. Ich kann meine Meinung auch ganz schnell wieder ändern, Clumsy. Wenn die Wirkung bei den Schlümpfen nachlässt, müssten auch die Wachen wieder wach sein. Ja, das Einzige, was wir tun müssen, ist, sie aus dem Kerker zu befreien. Ganz einfach. Aber wie? Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen. Bringt mir euer Gold und die gesamte Ernte und alle eure Besitztümer. In einer Stunde erwarte ich euch. Du hast uns überhaupt nichts zu befehlen, denn du bist nicht unser König. Unser König würde sowas nie tun. Dann werde ich deinen Irrtum aufklären. Ich bin der neue König. Halt, stopp, Freunde. Wohin so eilig? Ja, wir müssen die Sachen zum König bringen, unserem neuen König Cloderich. Dieser Cloderich ist nichts als ein mieser kleiner Verräter. Ich bin euer König, verstanden? Ein König ohne Heer? Wie wollt ihr denn euer Volk beschützen? Wir müssen alle zusammenhalten. Ich habe einen Plan, wie wir Cloderich überlisten. Er ist so stark und hinterhältig. Die Leute haben Angst vor ihm. Was sollen wir tun, junger Ritter? Bringt uns in das Nest der Schlange. Den Rest erledigen wir dann. Da sind sie endlich. Sieh mal nach, was sie uns alles so gebracht haben. Wir haben Getreide, Cloderich, und sehr viel Brot. Ein braves Volk. Ladet jetzt die Beute ab. Und der hier ist vollgestopft mit Gold. Hast du wohl gedacht? Salve, Cloderich! Ja, schon wieder. Diesmal entkommst du mir nicht. Beeilung, wir müssen die Wachen des Königs aus dem Kerker befreien. Ergib dich, oder du bist tot, Johann. Dreh dich doch mal um. Glaube nicht, dass ich auf diesen alten Trick reinfalle. Sag nicht, ich hätte ihn nicht gewarnt. Ich komme nicht an die Schlüssel ran, Papa Schlumpf. Wir müssen es einfach schaffen. Nochmal. Es sind so viele. Lange können wir sie nicht mehr aufhalten, Johann. Wo bleiben die Schlümpfe nur so lange? Oh, Onkel, gleich ist die Munition alle. Onkel, Onkel! Sabina! Ergebt euch! Ihr wisst, ich kenne keine Gnade. Ich hab den Schlüssel, Papa Schlumpf! Ach, Clovis, Mero, werft sie in den Kerker! Niemals! Hurra! Meine Garde, sie sind frei! Hurra! Oh nein! Freilinge! Entschuldige, dass wir so spät kommen, Johann. Besser spät als nie. Bitte entschuldig mich jetzt. Warum so eilig, Cloderich? Ich glaube, ich muss mal an die frische Luft, Johann. Das kommt davon, wenn man immer mit dem Kopf durch die Wand will, Cloderich. Ich bring schon wieder einen Karren mit Gemüse. Seit Bestehen des Königreichs war die Ernte noch nie so gut. Das verdanken wir dem neuen Gärtner. Weil er ein so guter Blumenzüchter war, dachten wir, dass er es auch einmal mit Gemüse versuchen sollte. Genau wie ich es immer gesagt habe. Jetzt gibt es Kompott anstatt Komplott. Ein Königreich für einen Witz. Habt ihr schon mal sowas Lustiges gehört? Ja. Ja? Ja! Oh, Sie können wohl über gar nichts lachen, Sie Alte. Da bist du im Irrtum und Piwi, du solltest dir ruhig mal wieder das Gesicht waschen. Far, very far from here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play.